Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ein Sturm zieht auf, aber die Bäume hier sind schön niedrig, das ist überhaupt kein Problem. Das sind Eichen, da muss ich keine Angst haben, dass mir hier was auf den Kopf fällt. Ne? Wer sowas nicht sicher einschätzen kann, aber bei einem Wind wie jetzt, sofern ihr jetzt irgendwie aus diesem Video ableiten könnt, wie windig es eigentlich ist, wäre es ganz sinnvoll, sich nicht mehr im Wald aufzuhalten, wenn man eben sich nicht selbst zutraut, das korrekt einschätzen zu können. An der Stelle nur kurz so als kleiner Sicherheitshinweis. So, ansonsten, da hinten, da ist so ein bisschen verdächtig schwarz alles. Das ist kein Zufall und das ist allerdings auch keine Absicht gewesen, hoffe ich. Eine Waldbrandfläche haben wir hier. Ich habe schon diverse Fotos davon gemacht, damit ist dieses Video zweigeteilt. Es gibt einmal kurz den Ben vor Ort, vergleichsweise kurz, der so ein paar allgemeine Dinge zu Waldbrand kurz noch zu erzählen hat. Dann gibt es die Show mit dem Ben im Schnitt, der das Ganze dann kommentiert. Fotos, wie gesagt, sind schon hier drin. Und danach vielleicht, vielleicht mache ich das auch noch als zweiten Teil, Waldbrandpräventionsmaßnahmen, was für Möglichkeiten es denn da heutzutage gibt. Da gibt es jede Menge tolle Hightech-Techniken, die zum Teil schon etabliert sind, zum Teil noch ein bisschen, sage ich mal, revolutionär und neu sind, aber vielleicht noch ganz gut sein könnten. Und ich habe schon mal was zu Waldbrand erzählt, deswegen werde ich jetzt zur generellen Waldbrandbekämpfung und so weiter mehr oder weniger die Klappe halten, weil das habe ich, wie gesagt, woanders schon mal abgehandelt. Aber jetzt so ein paar allgemeine Eckpunkte, bevor wir uns dann eben Beispielbilder von der Fläche selbst angucken. So, was ist hier passiert? Wäre vielleicht Frage Nummer 1, die man sich hier stellen könnte, aber machen wir nicht. Wir stellen uns erstmal Frage Nummer 1, wo sind wir denn hier überhaupt? Und dazu kann ich euch gerne ein kleines bisschen eine Karte einblenden. Das ist zum einen die Karte des hiesigen Naturschutzgebietes, in dem ganz regulär, ich sitze auf dem Weg hier, nur zu Dokumentationszwecken. Ja, also alles gut, habe den Weg nicht verlassen. Was ist hier passiert? Das wäre jetzt die wesentliche Frage. Also wir befinden uns hier in einer relativ vielfältigen Landschaft aus lichten Wäldern, Heidelandschaften tatsächlich und eben noch ein paar bewirtschafteten Rasen, die von Ziegen kurz gehalten wurden, also ein Stück weit historische Kulturlandschaft sozusagen. Das Ganze befindet sich, das komplette Gebiet, auf Rotliegenden. Das ist eine geologische Einheit bzw. ein Zeithorizont eigentlich. Vor 280 Millionen Jahren hat sich das Zeug abgelagert. Also ein verdammt nährstoffarmer Stein, der gar kein Wasser aufnehmen kann. Und das heißt, da die komplette Zunge, auf der wir uns hier befinden, der Bergrücken, ihr seht, das ist ein Bergrücken, ne? Da drüben geht es direkt wieder runter, können wir noch ein bisschen drehen, dann sieht man es besser, da kommt der blaue Himmel durch und dass es da runter geht, ist offensichtlich. Ja? Und dieser Bergrücken geht so wie eine Zunge Richtung Haupttal runter und ist sehr stark von der Sonne exponiert. Das heißt also, die kommt von da, scheint hier massiv auf den Hang drauf. Der ist also quasi rechtwinklig zur Sonne und wird dann massiv stark beschienen. So, also erstens mal enorm starke Sonneneinstrahlung. Zweitens ein Hang, wenn es drauf regnet, das Wasser sofort weg. Drittens als Untergrund, sprich ein Gestein, das sofort ansteht. Das heißt, wenn man jetzt versuchen würde, hier ein Loch zu buddeln, ja, dann würde sofort der Stein zum Vorschein kommen. Also ein Loch buddeln kannst du hier vergessen. Man sieht hier auch schön am Weg, da kommen bereits die Steine durch. Das ist nicht, weil der Weg gepflastert ist, sondern weil minimaler Abtrag von Material durch das Befahren des Weges hier schon dazu geführt hat, dass sofort das Ausgangsgestein zum Vorschein kommt. Das heißt, Wasserspeicher quasi nicht existent. Hier ist nur dann Wasser verfügbar, just in dem Moment, wo es regnet und vielleicht noch einen Tag lang später und danach ist auch schon wieder alles verbraucht. Die Bäume, die hier stehen, und das tun sie ja, wie man im Hintergrund sehen kann, sind also alle außerordentlich trockenheitsangepasst, müssen sie, sonst wären sie schon längst tot, und haben tatsächlich bisher weitgehend, auch nicht ohne Schäden, aber weitgehend doch einigermaßen die Dürren der vergangenen Jahre ein bisschen überlebt. Ja, und dann kam der Waldbrand. So, aber diese ganzen Eckpunkte zum Standort erzähle ich deswegen, weil ich klar machen möchte, es ist dahingehend vielleicht kein Zufall, dass es ausgerechnet hier gebrannt hat, weil das ist wirklich die trockenste und ja brandgefährlichste Stelle,
die wir im ganzen Tal mehr oder weniger haben. Zumindest wüsste ich nicht, wo es noch schlimmer sein sollte. Es gibt noch zwei, drei andere Felsen wie diesen hier, Felsnasen wie diese hier, die genauso schlimm sind. Das nimmt sich dann einfach nicht mehr viel. Aber einer dieser Felsnasen ist definitiv der trockenste Fleck im ganzen Tal. So. Ja, und ausgerechnet da hat sich jetzt Folgendes zugetragen, nämlich ist unten drunter hier, brauchen wir uns nicht weiter angucken, aber da ist der Friedhof. So, und hinterm Friedhof wollte man natürlich für Ordnungen sorgen und hat ein bisschen die Wiese gemäht, mit einem Freischneider vermutlich. Ich kenne auch nur Gerüchte, ja, also das, was halt in der Zeitung stand und genau geklärt ist es nicht, wird man vielleicht auch nie öffentlich erfahren, wie das jetzt exakt abgelaufen ist. Aber vermutlich mit dem Freischneider ein bisschen das Gras auf der Wiese kurz gehalten. Das Gras war zu diesem Zeitpunkt bereits vertrocknet, nicht nur trocken, sondern wirklich vertrocknet, tot, absolut ausgedörrt, kein bisschen Wasser mehr drin enthalten. So, und jetzt ist natürlich die Tatsache, dass der Boden hier unter so viel nur so dick ist und darunter sofort der Stein kommt, ein bisschen dahingehend schwierig, wenn man mit einem Freischneider arbeitet. Ja, wenn man nämlich hier oben alles schön platt abmäht, alles gut, aber kommt man einmal schräg, fährt mit der Klinge vom Freischneider in den Boden, dann kratzt man auch ruckzuck über den Stein und es gibt an den Hängen hier auch immer wieder, da habe ich auch schon Bildmaterial aufgenommen, beziehungsweise werde es haben, wenn ihr das jetzt seht. Und da gibt es immer mal wieder Stellen, wo quasi Boden in Stein mehr oder weniger einen fließenden Übergang bilden und da kann man mit dem Freischneider ganz schnell mal mit der Klinge am Stein entlang schrabben. Ja, und jetzt ist das halt möglicherweise eine Klinge und ein Stein, die in Kombination mit beidem mit entsprechender Kraft einen Funken erzeugen können und da haben wir es auch schon. Und wenn dann neben diesem Funken frisches, ausgetrocknetes Gras, also quasi der perfekte Zunder für diejenigen von uns, die Feuer bohren können, die werden das wissen. Oder wer schon mal versucht hat, ein Feuer anzublasen mit einem Zundernest aus trockenen Gräsern, das funktioniert relativ gut. Und das kann natürlich auch brennen, wenn es einfach am Boden liegt und ein Funken dann so reinfällt. Das heißt, es hat sich sozusagen aus Versehen ein Zundernest gebildet, es hat sich aus Versehen ein Funken gebildet, der ins Zundernest reingeflogen ist. Und das Ganze hat ganz langsam angefangen zu schwelen. Es hat sich nicht sofort entzündet, wie wenn man mit so einem Zundernest Feuerle macht. Ne? Du packst da Glut rein, dann kannst du das eine ganze Zeit lang mit dir rumtragen und erst wenn du anfängst, wie ein Bekloppter da rein zu pusten oder das Ding in der Luft zu schwenken, damit halt Sauerstoff rankommt, dann, ich mache da hier nichts vor in diese Richtung, ne? Ich werde den Teufel tun, hier irgendwas rumzuzünseln, dann erst fängt das Feuer. Und das ist hier eben auch passiert. Ja, derjenige, der da mit dem Freischneider, und vermute ich zumindest sehr, genau wissen, wie gesagt, weiß ich nicht, weiß wahrscheinlich niemand. Aber derjenige, der mit dem Freischneider unterwegs gewesen ist, ist einfach weiter, hat sich nichts Böses bei gedacht. Und dieser Funke hat sich ganz langsam schwelend im Zundernest sozusagen gehalten. Und irgendwann kam dann ein Windchen auf, wie sie hier auch im Hintergrund immer mal wieder zu hören sind. Und wird das Ganze dann nachträglich, nachdem der Mensch, der da gemäht hat, schon wieder weg war, wird sich das entzündet haben. So, und dankenswerterweise gab es dann, kurz nachdem sich das entzündet hatte, das kann auf keinen Fall lange her gewesen sein, am Hang gegenüber, da hinten zu sehen, jemanden, der da auch am Arbeiten und im Garten am Tun war, soweit ich das in Erinnerung habe, und der hat das gesehen und hat geistesgegenwärtig kapiert, dass da eigentlich nichts brennen sollte im Naturschutzgebiet, sind wir nämlich hier, und hat die Feuerwehr alarmiert und die kam auch gleich und konnte das Brandgeschehen sehr, sehr gut eindämmen und hat auf jeden Fall weitere Ausbreitung verhindert. Wichtig, sie haben weitere Ausbreitung verhindert. Was bei Waldbrandbekämpfung nicht zwingend erforderlich ist und was im Allgemeinen auch nicht unbedingt empfohlen wird, außer man hat halt gerade die Möglichkeit und es ist klein genug, dass man das machen kann, ist, den Brand auf der Fläche direkt zu bekämpfen. Das Wichtigste, was du erstmal machen musst, ist verhindern, dass sich das weiter ausbreitet. Und das ist normalerweise Maßnahme Nummer 1 bei Waldbrandbekämpfung. Und wenn man das dann eingedämmt hat, dass es sich nicht weiter ausbreiten kann, dann ist das Feuer mehr oder weniger unter Kontrolle. Und dann kann man es entweder abbrennen lassen, dass halt irgendwann alles verbrannt ist, was brennen kann, ist dann nur in Anführungszeichen ja nur Wald, ja, mit ganz, ganz großen Anführungszeichen. Aber es kommt zumindest niemand zu Schaden und Tiere, die da drin waren, sind inzwischen auch draußen oder eben schon K.O. bzw. kaputt. Ja?
Daher ist der zusätzliche Schaden dann relativ gering und ab einer gewissen Brenndauer des Waldes ist es dann auch schon egal, ob du ihn löscht oder einfach verbrennen lässt, was da gerade brennt, weil da ist eh schon alles kaputt und die Bäume werden das nicht überlebt haben. Ja? Bis dahin, wenn das noch nicht der Fall ist, wenn wir es nur mit einem kleinen Brand zu tun haben, dann passiert bei mitteleuropäischen Wäldern normalerweise Folgendes. Wer schon mal versucht hat, anders als mit dem Zundernest, was eben beschrieben wurde, mit Laub was anzuzünden, wird sehr schnell gelernt haben, das ist so ein häufiger Anfängerfehler. Ganz viele Leute denken, man könne mit Laub was anzünden. Ja, selbst trockenstes Laub brennt, wenn es dann überhaupt brennt, nur einmal kurz Flammen und dann ist es auch schon weg. Ja? Das heißt, da steckt einfach zu wenig Energie drin. Das ist ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Was der Baum hier runterwirft, sind ja nur die hohlen Hülsen, das letzte Überbleibsel von dem, was das Blatt mal ursprünglich konstruiert gewesen ist. Alles, was nährstoffhaltig gewesen ist, wurde aus dem Blatt wieder rausgezogen. Deswegen sind sie ja so vertrocknet, deswegen sind sie farblos, weil eben Chlorophyll, der grüne Farbstoff für Photosynthese und so weiter, Stickstoffverbindungen, Magnesium, Calcium, was da alles drin ist, alles wieder aus dem Blatt gezogen wurde, im Baum gespeichert für den Neuaustrieb im nächsten Jahr. Das heißt, das, was hier runterfällt, ist wirklich bloß noch eine hohle Hülle und enthält nur noch ein bisschen Zellulose. Und ja, Zellulose ist brennbar, aber das bisschen, was hier noch drin ist, die Dinger sind ja leicht. Laub wiegt nichts, wenn es insbesondere trockenes Laub, wiegt wirklich so gut wie gar nichts. Das ist einfach Biomassenanteil, Trockenmassenanteil und nur die kann brennen, der ist winzig klein. Das heißt, das flammt wirklich nur mal kurz auf und dann ist das weg. Und selbst viel, viel Laub ist auch nur in der Lage, kurz und dann ist das auch schon verbrannt. Beispiel. Hier kann man schön sehen, dass die kleinen Stämmchen vor uns offensichtlich schon ein bisschen gebrannt haben, aber wir sehen auch gleichzeitig, dass da inzwischen wieder frisches, totes Laub auf dem Boden liegt. Das liegt daran, dass das Feuer wirklich nicht bis oben gekommen ist. Das Laub, was an den Bäumen hing, hat gar nicht Feuer gefangen, drum kann es jetzt auch runterfallen. Und das bisschen, was vorher auf dem Boden lag, also das bisschen Laub, das hatte eben nur genug Kraft, die Stämmchen, die wir hier jetzt verkohlt sehen, nur so äußerlich ein bisschen anzuzünden, ein bisschen anzukohlen. Und danach war die Energie auch schon verbraucht und es hat nicht gereicht, wirklich, damit die Stämmchen von sich aus gebrannt haben. Und das sind sehr, sehr dünne Stämmchen und von daher ist das schon recht bemerkenswert. Und das ist eben typisch für mitteleuropäische Mischwälder, dass selbst wenn der Untergrund mal abbrennt, dann reicht die Energie im Regelfall nicht, um stehendes Holz überhaupt anzuzünden, das ja im ersten Moment auch noch wassergesättigt ist. Erstmal. Ja, daher, da braucht schon sehr viel Energie, bis der Baumstamm, der eben noch gelebt hat, dann wirklich brennt. Aber worauf ich hinaus möchte, ein normaler deutscher Mischwald oder ein französischer oder polnischer, mitteleuropäisch, ne? Der neigt dazu, eigentlich kaum brennen zu können. Es sei denn, wir haben es wirklich mit einem extrem trockenen Standort zu tun, das ist hier eben der Fall, dann geht's. Wenn während einer sehr, sehr trockenen Periode auf einem sehr, sehr trockenen Standort außerdem noch ein Zündfaktor dazukommt. Denn Zündfaktoren sind natürlicherweise eigentlich sehr, sehr selten. Und da müssen wir als nächstes mal noch dringend drüber sprechen. Nämlich, es gibt, das weiß jeder, selbst wenn man Kinder fragt, was könnte denn mal den Wald anzünden, dann kommt die häufigste Antwort: Blitz. Ist korrekt. Ein Baum, der vom Blitz getroffen wird, insbesondere wenn er ohnehin schon Trockenstress hat und nicht so viel Wasser enthält, dann kann es schon mal passieren, dass der Feuer fängt. So, aber in anderen Teilen der Welt haben wir damit auch Grundursache Nummer 1, weshalb es da zu Bränden kommt, Vegetationsbränden, ist tatsächlich immer Gewitter. Denn in anderen Teilen der Welt gibt es Gewitter ohne Regen, bei uns eher kaum. Ja? Wenn es gewittert, regnet es auch. Wenn es nicht gerade während des Blitzeinschlags regnet, dann hat es kurz vorher geregnet oder wird kurz dahinter regnen. Das heißt, bei den starken Niederschlägen, die mit so einem Gewitter einhergehen, ist die Chance, dass da der komplette Wald anfängt zu brennen, quasi nicht existent. Das geht fast nicht.
dass es trotzdem mal in der Vergangenheit mal vorgekommen sein kann, auch in Mitteleuropa, dass ein Blitzschlag tatsächlich so ungünstig unter so seltsamen Bedingungen erfolgt ist, dass er tatsächlich einen Waldbrand ausgelöst hat, ja, ist vorstellbar. Aber das ist auf jeden Fall nur ganz, ganz selten mal passiert. Vielleicht 4-5 Mal in 10.000 Jahren. Wir haben überhaupt keine Zahlen dazu, aber es wird sehr, sehr selten gewesen sein. So, nächste mögliche Ursache für natürliche Waldbrandentzündung ist, wir haben irgendein Gebiet, das ist oben. Darunter haben wir ein Gebiet, das ist unten. Wir haben hier also, ne, die Physikaler nennen es, glaube ich, Physikaler, genau. Die Physiker nennen es, glaube ich, Energie durch der Lage. Wenn hier oben ein Fels runterfällt, dann hat er eine Energie durch seine Lage und diese Energie wird frei, während er runterfällt und entlädt sich dann spätestens, wenn er unten ankommt, durch ein großes Peng. Und dieses große Peng auf dem Fels unten, Fels oben, Fels unten, Peng, das kann mal einen Funken erzeugen. Ja, und so ein Funke ist potenziell auch geeignet, ein nebendran liegendes Zundernest, das da rein durch Zufall entstanden ist, nicht weil es da irgendwer hingelegt hat, sondern halt einfach, weil da genügend trockene Gläser rumliegen oder vielleicht sogar irgendein Tier sich daraus ein Nestchen gebaut hat und solche Späße, und das kriegt jetzt den Funken ab und entzündet sich. Und auch das mag sein, dass das in den letzten 10.000 Jahren vielleicht 4, 5, 6 Mal vorgekommen ist. Ja, aber dafür braucht man erstmal überhaupt so eine Hangsituation, entsprechend ein Fels, der runterfallen kann. Dann muss der auch erstmal runterfallen. Dann muss da außerdem noch trockenes Wetter dabei sein. Und dann muss da unten noch ein Zundergedöns rumliegen und der Funken muss auch erstmal treffen und so weiter. Das ist also auch wieder sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ungefähr genauso unwahrscheinlich wie die mögliche Ursache Nummer 3 natürlicher Art für eine Waldbrandbildung, nämlich Eisscholle. Oder theoretisch eine Wasserfläche, die Licht so bekloppt reflektieren, dass nebendran sich befindet, zum Beispiel hier wäre, liegt eine Eisscholle. Ja? Ein Stück einfach geborstenes Eis und auf das Eis fällt ein Lichtstrahl und wird reflektiert und hier steht Schilf. Ja, und Schilf hat ja oben bekanntlich diesen relativ flauschigen Büschel, nenne ich es jetzt einfach mal, und da rein fällt jetzt unser Lichtstrahl und wird vom Eis durch Zufall so bekloppt gebündelt, dass das so ein halber Laserstrahl gibt und der ist jetzt in der Lage, dieses Büschel zu entzünden. Und Schilf kann ja im Winter, also sprich während Eis vorhanden ist, ist das auch völlig ausgetrocknet, also oder kann zumindest völlig ausgetrocknet sein. Das ist kein Widerspruch. Es kann eine sehr, sehr trockene Kälte sein, bei der sich Eis bildet und trotzdem die Umgebung trocken ist, insbesondere trockene Gräser trocken sind, dann entzündet sich das und es gibt irgendwann von Schilf zu Schilf, fängt das an zu brennen, breitet sich aus und kann bis in den Wald reinbrennen. Dann haben wir auf dem Wege dann theoretisch auch einen Waldbrand, beziehungsweise jeder Vegetationsbrand kann auch zum Waldbrand übergehen, sobald das eben bis in den Wald geschafft hat. Ist auch hier der Fall gewesen. Das war ja Mäharbeiten auf der Wiese, nicht im Wald. Und das Ganze hat sich dann von der Wiese hier in den Wald ein Stück weit eben ausgebreitet. Ne? Ja, das war's. Die drei, zumindest die, die mir einfallen wollen und die ich noch im Kopf hatte. Es gab, glaube ich, noch eine vierte möglichen Ursachen für natürliche Waldbrände in Mitteleuropa. Wir merken uns, das ist alles verdammt unwahrscheinlich und sehr, 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 sehr selten. War das früher vielleicht mal anders? Könnte sein, aber was ein deutliches Indiz dafür ist, dass Waldbrände nicht in das hiesische Ökosystem gehören, ist es, dass wir keine waldbrandangepassten Pflanzen haben. Ja, also es gibt in Deutschland keine einzige Pflanze, die man als Pyrophyt bezeichnen könnte. Ein Pyrophyt, kennt man, Feuer. Phyt ist eine Pflanze und das ist also eine feuerangepasste Pflanze auf gut Deutsch. Und ganz simpel übersetzt, ich bin ja kein Sprachgelehrter. In anderen Kontinenten oder auf anderen Kontinenten, die bekannt sind dafür, dass es da ziemlich ständig brennt, zum Beispiel die Westküste von Nordamerika, ne, Kalifornien beispielsweise ist ja bekannt für Waldbrände, oder Australien, oder ja, lassen wir es bei den beiden Beispielen, reicht ja schon für unsere Zwecke, die haben beide angepasste Pflanzen, die mit dem Waldbrand besonders gut umgehen können. Zum Beispiel Australien, den beliebten Eukalyptus.
Der hat bekanntermaßen diese ätherischen Öle, die man vom Kaugummi kennt, ne? Und die sind wunderbar brennbar. Das heißt, das Ding ist absichtlich eine Zunderpflanze, die sofort massiv in Flammen aufgeht, wenn man die auch nur ansatzweise schief anguckt. Und das Schöne ist, der Eukalyptus treibt hinterher wieder aus. Der ist also darauf ausgelegt, oberflächlich massiv wegzubrennen und alles andere wegzubrennen und dann der Erste zu sein, der wieder austreibt und dann quasi keine Konkurrenz mehr zu haben, weil alles andere eben nicht so gut Feuer angepasst gewesen ist und alles andere ist tot. Es ist nur der Eukalyptus da und freut sich und kann die Asche der Kollegen, die vorher links und rechts standen, jetzt wunderbar als Dünger verwenden, um ein tolles Wachstum hinzulegen, bis halt zum nächsten Feuer, wo wieder alles andere hops geht und der Eukalyptus wieder wunderbar austreibt. Bei der Gelegenheit große Eukalypten verlieren dann auch noch ihre Samen und die jungen Eukalyptus-Pflänzchen treiben dann genau bei der Gelegenheit aus. Ja, Beispiel Australien. Beispiel Kalifornien funktioniert ein bisschen anders. Da kommt der Waldbrand von allein und die vorhandenen Bäume befördern diesen Waldbrand nicht auch noch absichtlich, aber sie haben auch nichts dagegen. Die Rede ist von Sequoia Dendron Giganteum, dem allseits beliebten Mammutbaum, ist ein klassischer Pyrophyt. Hat diese besondere Rinde, wer mal einen gesehen hat und mal angefasst hat, vergisst das nie wieder. Das fühlt sich anders an als jede andere Rinde, die ihr jemals angelangt hat. Ich empfehle das immer, wenn ich auf Führungen bin und mal einen vor Ort habe und man tatsächlich auch den haptisch mal erleben kann, dass man den auch mal angefasst haben sollte, weil die Rinde fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Dämmstoff. Matte in Anführungszeichen. Und genau das ist sie auch. Die verkohlt äußerlich, schützt aber das Innere der Rinde, ist auch sehr, sehr dicht. Wirklich wie eine Dämmstoffmatte, die um den Baum drumherum gewickelt ist, in Anführungszeichen. Das heißt, da kann es drumherum Feuerstürme noch und nöcher geben. Im Inneren bleibt der Baum schön kühl. Kohlt außen ein bisschen an, das ist aber egal, das ist ja nur Rinde, die wird sehr schnell erneuert und der wesentliche Holzkern, der bleibt erhalten, auch das Cambium direkt unter der Rinde gelegen, die Wachstumsschicht des Baums wird auch nicht verletzt, also alles wunderbar überstehbar und dann sind die Dinger auch noch 80, 90 Meter hoch, das heißt die Flammen reichen gar nicht bis nach oben zu den Ästen, um da irgendwas anzuzünden, macht überhaupt nichts. Im Gegenteil ist sogar noch hilfreich, weil die Zapfen, die oben in den Baumkronen sitzen, erst bei einer hohen Temperatur überhaupt so weit austrocknen, dass sich die Verschweißung der Zapfenränder, also die sind quasi mit Wachs verschlossen und dieses Wachs, ein wachsartiges Gebilde, das schmilzt erst bei 60, 70 Grad. Und dass diese Temperatur wird erst erreicht, wenn unten alles brennt. Dann steigt die warme Luft hoch, dann schmilzt das Wachs, die Samen werden frei, fliegen raus, kurz nach dem Waldbrand, das ist ja eine kurze Geschichte, das ist sofort weg, die Flammen. Die haben kurz alles angezündet und ziehen wieder weiter und zünden woanders alles an, aber an der Stelle ist schon mal Ruhe. Und dann fallen die langsam die kleinen Mammutbaumsamen zu Boden, fallen auf verbrannten Boden sozusagen und können da in der Asche wunderbar keimen, sind darauf auch angepasst und dann vermehrt sich auch mal der Mammutbaum. Natürlicherweise sind insbesondere in Kalifornien Waldbrände trotzdem ein seltenes, wenn auch ein regelmäßiges Ereignis und kommen nur dann vor, wenn wirklich ganz viel Brennmaterial am Boden zusammengekommen ist und dann halt eben der natürlicherweise entstehende zündende Funken irgendwie noch dazugekommen ist. Ja, und es muss ein besonders trockenes Jahr sein, dass da eben ein natürlicher Waldbrand passieren kann. Schätzungsweise ist das in der Vergangenheit alle 30, 40, 50 Jahre vielleicht der Fall gewesen, vielleicht auch alle 20 Jahre, je nachdem, welche Periode man sich anguckt. Nicht jedes Jahr, wie das jetzt seit vielen Jahren der Fall ist. Ja? Der Umstand, dass es ständig passiert, dass Kalifornien brennt, liegt einfach daran, dass viel mehr, also mal abgesehen davon, dass es trockener geworden ist und wärmer geworden ist, dass aber auch viel mehr nicht natürliche Zündquellen dazukommen und die Chance auf einen Funken, der was anzündet, durch unser Wirken halt massiv zugenommen hat. Und das ist auch entscheidend für Deutschland, weil in Deutschland, um jetzt hierhin zurückzukommen, wir haben keine Pyrophyten. Wir haben keine Pflanze, die Jahrtausende gebraucht hat, um sich daran anzupassen, diejenige zu sein, die einen Waldbrand besonders gut übersteht. Warum haben wir die nicht? Na, weil es die Notwendigkeit nicht gehabt, sich gegen einen Waldbrand anzupassen, weil es halt einfach keine Waldbrände gegeben hat. Oder zumindest nur so furchtbar selten, dass es keinen Sinn ergeben hätte. Deswegen jetzt eine besondere Gegenmaßnahme zu lernen, weil na, wenn das alle paar tausend Jahre mal passiert, dann ist es auch nicht so dramatisch, ganz ehrlich. Ja?
Und das hat sich jetzt halt geändert. Erstens ist es trockener geworden, zweitens ist es heißer geworden, zumindest periodisch. Ja? Will ja gar nicht sagen, es ist immer heißer und es ist immer trockener. Das stimmt nicht. Netto ist es in manchen Ecken Deutschlands sogar theoretisch ein bisschen nasser geworden oder zumindest gleich geblieben. Aber die Verteilung ist halt eine andere. Der Sommer ist auf jeden Fall trockener geworden. Das kann man für fast jede Ecke von Deutschland sagen. Und das sorgt halt eben dafür, dass die Kombi aus großer Trockenheit und immer mehr Faktoren, die einen Funken erzeugen können, bei uns genauso wie in Kalifornien, die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich dann mal was Feuer fängt, relativ stark ansteigen lässt. Aha. Und damit sind wir jetzt wieder hier bei uns am Hang. Und auch da war es reiner Zufall, von Zündquelle unter besonders brennbaren Bedingungen, die gerade geherrscht haben, die dafür gesorgt haben, dass es dann auch tatsächlich gebrannt hat. So. Daher ist es ganz schwer zu sagen, haben die Waldbrände wegen Klimaerwärmung zugenommen oder haben sie zugenommen, weil einfach immer mehr Zündquellen da sind oder ist es eine Kombination von beiden? Im Zweifel immer, ja natürlich ist es eine Kombination von beiden, mit Sicherheit. Aber so viel erstmal dazu. Das sind so die groben Eckdaten zu Waldbränden. So, jetzt hatte ich gesagt, die Feuerwehr hat hier erfolgreich verhindert, dass sich das ausbreitet. Es ist nämlich auch gar nicht wichtig, zumindest nicht bei mitteleuropäischen Mischwäldern, dass das Feuer unbedingt vor Ort und Stelle sofort gelöscht wird. Denn das bisschen, was hier am Boden liegt, an Streu, und das bisschen Material, was hier auf der Fläche vorhanden war, was überhaupt hat brennen können, das reicht einfach schlicht und ergreifend nicht aus, um die notwendigen, ja letzten Endes Kalorien zu liefern, die das Feuer braucht, um groß genug zu werden, um einen Baumstamm, da hinten den schwarzen da, ne, den da vor allen Dingen zum Beispiel, so sehr anzuzünden, dass er von alleine weiter brennt. Ja, es reicht, um ihn äußerlich schwarz zu machen, es reicht auch, um ihn schön anzukohlen und vielleicht reicht es auch, um ihn umzubringen. Aber es reicht nicht, hat auch hier nicht gereicht, dass der wirklich hell lichterloh in Flammen aufgeht. Und dann wäre es nämlich ein Problem, weil solange das alles am Boden bleibt und eben die Menge an Brennmaterial nicht reicht, um ganze Stämme anzuzünden, muss es am Boden bleiben, weil der einzige Weg von unten nach oben führt über den Baumstamm hochbrennend in die Baumkronen. Haben aber die Baumkronen auch noch Feuer gefangen? Ja? In seltenen Fällen gibt es übrigens auch nur Kronenfeuer, wo nur die Baumkronen brennen und der Boden gar nichts abbekommt vom Feuer, weil der Boden noch feucht ist und nur die Kronen trocken. Das kann auch mal in seltenen Fällen vorkommen, nennt man dann Kronenfeuer. Auch wieder in anderen Teilen der Welt eher ein Thema, weniger bei uns. Egal. Aber solange es am Boden bleibt, wie gesagt, es breitet sich über den Boden aus, es frisst alles auf, das Feuer, was an brennbarem Material am Boden liegt. Aber das war es dann auch. Ja? Und damit hat man früher gesagt, mit dieser Erkenntnis, dass es eigentlich fast immer bei einem Bodenfeuer bleibt, im Laubmischwald wohlgemerkt, dass der deutsche Wald eigentlich nicht brennen kann. Und auch in der Frühzeit, als es mal natürliche Waldbrände, die ganz seltenen natürlichen Waldbrände vielleicht mal gegeben hat, dann waren das auch nur so kurze Ereignisse, so wie hier, die mal eben am Boden ein bisschen gebrannt haben, aber nicht in der Lage waren, den Übergang von Boden zu Kronenfeuer zu schaffen, weil wenn beides gleichzeitig brennt, inklusive dem Stamm, das nennt man dann einen Vollbrand. Und das ist tatsächlich zu Recht gefürchtet und das ist auch das, was in Australien und Kalifornien regelmäßig vorkommt. Und natürlich viel schlimmer als die vergleichsweise kleinen Feuer, die wir so in Deutschland normalerweise haben. Wenn es bei uns mal größere Brandprobleme gibt, dann liegt es vor allem daran, dass entweder Torf brennt, weil der brennt dann erstmal, wenn er brennt. Und zweitens, das Ganze dann möglicherweise zweitens, das Ganze bei munitionsbelasteten Flächen stattfindet. Insbesondere in Brandenburg gibt es da ja noch einige Flächen, wo man eben nicht so sicher rumlaufen kann als Feuerwehrmensch, weil man das Gefühl haben muss, dass da gleich unter einem was explodiert. Zu Recht, da ist ja auch einiges, was explodieren könnte und dann ist es einfach lebensgefährlich, da zu löschen. Und das erschwert dann natürlich sehr die Bekämpfung des Feuers und man kann eigentlich wenig tun, als ein großflächiges Gebiet, in dem man die Munition vermutet, abzusperren und halt zu warten, bis da alles abgebrannt ist, was es dann auch früher oder später tut und dann ist aber auch wieder vorbei. Ja, das heißt, wir haben in Deutschland selten mal einen Waldbrand, der größer ist als ein Hektar.
Kommt vor, ist aber doch vergleichsweise selten. Ich glaube, die Durchschnittsgröße einer Waldbrandfläche ist noch mal deutlich unter einem Hektar. Ich habe da gerade keine Zahlen mehr auswendig im Kopf, wusste ich früher mal. Das da waren ungefähr 1,5 Hektar. Ja? Ein Hektar sind 100 mal 100 Metern, damit man sich vorstellen kann. 1,5 Hektar wäre dann ein Streifen 100 Meter breit, 150 Meter lang und also so ein Rechteck. Ne? Nur ungefähr so diese Größenordnung, das hält sich also doch insgesamt recht in Grenzen, möchte man jetzt vielleicht meinen, und so ist es auch. Ja? Nur blöderweise, beziehungsweise dankenswerterweise, wie man es nimmt, ist das hier ein Naturschutzgebiet gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, das ändert am Status nichts, dass es jetzt immer gebrannt hat. Und das heißt, einerseits ist natürlich besonders schade, weil hier wertvolle Natur gebrannt hat. Andererseits heißt das aber auch, hier hat die richtige Natur gebrannt. Also wirklich Natur, nicht irgendwas, was wir Förster in der Meinung waren, hier hinstellen zu wollen, was ja auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat, keine Frage. Aber hier hat wirklich die mehr oder weniger natürliche Vegetation gebrannt und die steht hier schon lange. Und das führt dazu, dass wir hier jetzt wunderbar beobachten können, wie sich denn der natürliche, hier tatsächlich vorkommende Wald wieder erholt, nachdem es hier mal gebrannt hat. Erholt er sich überhaupt? Wenn ja, wie schnell? Und das ist unglaublich spannend, insbesondere für mich, weil ich hier jetzt regelmäßig vorbeischauen werde, insbesondere im nächsten Frühjahr, weil für dieses Jahr ist das hier gelaufen. Aber ich habe auch schon das erste Grün mitten auf den Brandflächen wieder gefunden. Da kommen also schon kleine Pflänzchen nach. Habe ein Bild gemacht. Und daher kann man schon noch Hoffnung haben, dass sich das erstaunlich schnell wieder regenerieren wird. Und besonders spannend ist dann halt die Frage, ob insbesondere zum Beispiel dieser Baum, Nahaufnahme folgt, ob der nicht eventuell das Ganze sogar noch überlebt hat, obwohl er wirklich nicht unbedingt so aussieht. Aber man darf eine Eiche auch nicht abschreiben, bevor sie nicht wirklich tot ist, ist sie nicht tot. Die treiben häufig nochmal aus, obwohl sie wirklich ganz furchtbar aussehen, überstehen große Dürren und regenerieren sich wieder zu einem völlig vitalen Baum. Daher, ich bin außerordentlich gespannt, wie sich das entwickeln wird, aber ich kann da jetzt natürlich noch gar nichts zu sagen. Ja? Also nochmal. Deutscher Mischwald brennt nicht, ist die These, die wir damals im Studium so gelernt haben. Ist natürlich nicht richtig. Es kann schon mal sein, dass da eben zumindest das, was am Boden rumliegt, wegbrennt. Aber es reicht im Regelfall eben nicht aus, den ganzen Wald anzuzünden. So, und bevor wir jetzt dann zu den Bildern von der Fläche kommen, möchte ich noch eine wesentliche Sache besprechen. Nämlich, was, wenn das Material, was da am Boden liegt, eben doch ausreicht, um einen Vollbrand auszulösen? Müssen wir dann damit rechnen, dass selbst unsere Mischwälder in Zukunft häufiger mal brennen werden? Und die Antwort ist, jupp, absolut. Ja, ganz, ganz klar, da braucht man nicht lange diskutieren, das wird wahrscheinlich so kommen. Dementsprechend ist man auch fleißig dabei, von Brandenburg ausgehend, dem Bundesland hat mit der größten Brandquote, alle möglichen Techniken auszuprobieren, um eben Früherkennung von Waldbränden zu ermöglichen, ein Stück weit auch Prävention von Waldbränden zu ermöglichen. Allerdings ist Prävention wirklich sehr, sehr schwierig. Ein Depp mit einem Feuerzeug, gegen den kann man den Wald nicht verteidigen. Das ist nahezu unmöglich. Man kann es natürlich verbieten, dass man mit dem Feuerzeug ein Depp sein darf. Das ist auch verboten. Aber das ändert ja nichts daran, dass es den Depp trotzdem gibt, und den kompletten Wald kontrollieren ist nicht möglich. Wäre auch nicht zielführend. Hätten wir alle keinen Spaß, die wir regelmäßig im Wald unterwegs sind, wenn da ständig irgendjemand hinterm Baum hervorspringen würde und sagen, halt, Waldkontrolle, leeren Sie Ihre Taschen. Wie auch immer, jedenfalls ist nicht durchführbar. Ja, wir können also das Risiko der Zündquelle nicht völlig ausschließen, weil Deppen wird es immer geben. Da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass man dagegen schlecht was unternehmen kann. Ja, wäre schön, wenn es da was gäbe, aber da gibt es diesen guten alten, wie war das? DBDB, HKP, doof bleibt doof, da helfen keine Pillen oder so ähnlich, hat mein Vater immer zitiert, ist tatsächlich noch vor meiner Generation gewesen, dass es diesen Spruch gab, aber für diejenigen, die noch mal deutlich älter sind als ich, die kennen den vielleicht noch. Na, wie auch immer, jedenfalls, ja, das funktioniert nicht. So, und wenn wir jetzt aus Naturschutzgründen, denn das ist jetzt der große Knackpunkt, gerne in Wäldern, insbesondere in Naturschutzgebieten, mehr Totholz am Boden liegen haben wollen, weil im Totholz diverse Käferchen und diverse Pilzchen vorkommen, was ja super ist und definitiv der Fall und ganz wichtig, keine Frage, ne? Steht überhaupt nicht zur Debatte, aber dann brennen die auch besser.
Ja? Und die Idee, dass der deutsche Wald nicht brennt, stammt halt eben aus einer Zeit, als man A, aufgeräumte Wälder hatte und Totholz einfach nicht liegen gelassen hat, weil das war eine Ressource, das hat man lieber genutzt. Das heißt, es gab kein großes Holz am Waldboden, nahezu nirgends. Und zweitens, es war es auch noch nicht so trocken und es gab noch nicht diese Dürreperioden, die wir jetzt immer wieder erlebt haben, ob wir sie immer weiter erleben werden, das kann man nicht hundertprozentig vorhersagen, aber ich befürchte, es wird schon hin und wieder mal vorkommen. Ne? Und das führt eben dazu, dass das jetzt ein bisschen andere Ausgangsbedingungen sind. Und hier haben wir also jetzt wirklich so ein Problem. Naturschutztechnisch wäre es schön, jede Menge Zeug am Waldboden liegen zu haben, was dann eben als Lebensraum von verschiedenen Tieren in Frage kommt. Aber es ist halt potenziell auch Brennmaterial. Andererseits kann man auch wieder sagen, wenn das ein vermoderter Stamm ist, dann ist der erstmal Wasserspeicher, weil vermodertes, halb vermodertes bis vermodertes Holz nimmt einen Großteil seines Eigengewichts an Wasser auf und speichert das total lange. So trocken muss es also erstmal werden, dass das komplett durchtrocknet. Ja? Ist es aber mal komplett durchgetrocknet und ist ein Jahr, in dem es so trocken wurde, dass selbst das allerwasserziehendste Totholz irgendwann mal trocken ist, dann fehlt nur noch der Funken. Ja, und das ist ein ganz schwieriges Abwägen. Und das ist gerade in Fragen des Waldbrandes momentan so eine der heißesten, im wahrsten Sinne des Wortes, Diskussionen, die wir im Walde so führen, in den Forstwissenschaften, Forstpolitik so führen. Darf man denn jetzt überhaupt noch Totholz anreichern zu Biodiversitätszwecken? Mit Sicherheit darf man das, aber in welchem Umfang darf man das? Weil man auch noch den Waldbrandschutz im Kopf haben muss. Und gerade die wertvollen Wälder, die dann ökologisch wertvoll, die besonders viel Totholz haben, das ist hier nicht der Fall gewesen, es war nicht unglaublich viel. Es war aber doch einiges da, das seht ihr auf den Bildern. Gerade da muss man sich dann die Frage gefallen lassen, was zum Geier ist da jetzt nun richtig? Ja, ganz, 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 ganz schwierig. Ich will da überhaupt keine Antwort zu geben versuchen, weil ich kenne sie nicht. Die einfachste Variante dürfte wahrscheinlich irgend so ein Mittelweg sein, dass man sagt, ja, wir lassen, sagen wir mal, 20 Kubikmeter pro Hektar an Totholz rumliegen. Das ist schon eine ganz gute Zahl. Aber das ist auch noch nicht so viel, dass man da Angst haben müsste, dass man sofort an sich ein riesiges Brennholzreservoir sozusagen geschaffen hat, falls es mal zum Waldbrand kommen könnte. Ja. Viele aus der Naturschutzrichtung hätten gerne 40 Kubikmeter pro Hektar und Jahr. Pro Hektar, einfach nur nicht pro Hektar und Jahr, Entschuldigung. 40 Kubikmeter pro Hektar durchgehend quasi über die gesamte Waldfläche an Totholz rumliegen. Das wäre auf jeden Fall dann brandtechnisch schon ziemlich gefährlich. Ja. Und noch mehr als das, klar, ist für die Biodiversität noch mal besser, aber wird dann also wirklich richtig, richtig gefährlich, sollte es da mal brennen. Ja. Und insbesondere in Großschutzgebieten wie Nationalparken, zum Beispiel im Nationalpark Harz hat es letztes Jahr ja mal gebrannt, am Brocken, entzündet möglicherweise durch einen Funken der Brockenbahn, man weiß es nicht genau, aber das ist dann auch ein Thema. Darf man in einem Nationalpark, in dem Natur Natur sein darf, überhaupt noch löschen? Also das wurde auch schon in Fachkreisen teilweise diskutiert, inwiefern Löschen denn jetzt schon ein Eingriff in die natürliche Entwicklung eines Nationalparks ist. Dass man eine verbrannte Fläche nicht noch künstlich aufforstet, das macht man auch im Naturschutzgebiet nicht. Also hier hinten wird alles so liegen bleiben, wie es jetzt liegt. Und es wird das wachsen, was halt von alleine wächst. Da hilft keiner nach, da macht keiner was um, außer einen Baum haben sie gefällt, beziehungsweise, ja, ich glaube, das war nur der eine, den ich da sehen konnte. Der wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen gefällt worden sein, damit man besser löschen kann oder warum auch immer, ich weiß es nicht genau, aber einen Baum haben sie jedenfalls gefällt. Wird schon Gründe dafür gegeben haben, ich bin ja kein Feuerwehrmensch, der das näher beurteilen kann. Aber ja, jedenfalls, es bleibt ein außerordentlich spannendes Thema. Ansonsten wäre das jetzt mein Einführungsteil gewesen. Bildmaterial von der Fläche folgt jetzt mit entsprechendem Kommentar. Ein bisschen was habt ihr ja sicherlich auch schon gesehen, wenn ich fleißig genug gewesen bin, um das hier noch reinzuschneiden. Und also als Ben vor Ort sage ich schon mal Tschüss. Im marmorierten, seltsam gefleckten Zustand, weil Licht. Und ja, bis gleich. Tschüss.
So, und damit beginnt auch die Dia-Show. Ich wollte für den Anfang erstmal kurz nochmal auf den bestehenden Wald hinweisen. Das ist also der Teil, der jetzt nicht gebrannt hat. Er ist aber auch direkt neben dem Bereich, der gebrannt hat. Bis dahin ist das Feuer einfach nicht gekommen. Wie wir sehen relativ viel Bodenvegetation. Das ist einer der dichten Teile dieses Waldes. Es handelt sich natürlicherweise um einen Eichenbestand. Das ist ganz natürlich und da wird auch wahrscheinlich nie was anderes gewachsen sein als eben Eiche. Es sei denn, es gab mal irgendwann in den letzten 1000 Jahren eine Phase, wo man mal was anderes gepflanzt hat. Das ist aber gar nicht so realistisch. Könnte sich hier wirklich um ein, ja, ziemlich naturbelassenes Wäldchen handeln. Ein bisschen totes Holz liegt am Boden. Das gehört auch dazu, wenn man den Wald lange genug sich selbst überlässt. Davon haben wir ja gerade gesprochen, dass da dann halt eine gewisse Menge an Totholz dazu kommt. Normalerweise sagt man, Totholz sei eher ein Wasserspeicher, ist ein Brandfaktor. Das kommt aber immer sehr stark darauf an, wie lang und wie intensiv eben die Trockenheit ist. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber in den letzten Jahren haben wir halt immer mal wieder auch erleben müssen, dass Totholz derart durchgetrocknet ist, dass es dann halt doch auch brennbar gewesen ist und spätestens dann wird es halt maßgeblich gefährlich. Ja, und was jetzt eben einen brennbaren von einem nicht brennbaren Wald unterscheidet, kann man auch hier ganz schön sehen. Das sind so die letzten Ausläufer hin zur ja, Wiesenland. Die Bäume sind aufgrund der Trockenheit nicht mehr besonders dicht, beziehungsweise sie stehen relativ weit auseinander, damit jeder genügend Wasser für seine eigene Wurzel bekommt. Die Kronen sind nicht sehr mächtig, dafür bräuchte es auch mehr Wasser und entsprechend viel Licht wird durch die Baumkronen durchgelassen, landet dann eben entsprechend auf dem Boden und es wächst Gras oder andere Pflanzen krautiger Art. Und die haben halt nun mal alle die Eigenschaft, dass sie spätestens im Winter austrocknen. Die verschwinden ja nicht einfach. Die sterben oberirdisch ab und es bleibt Material zurück, das dann eben potenziell brennbar wäre. Normalerweise, wenn es dann ein feuchtes Frühjahr gibt und einen halbwegs feuchten Sommer, wird das ganze Material, was da potenziell brennbar wäre, erstens nass sein und zweitens mikrobiologisch abgebaut, reichert sich also normalerweise nicht im großen Stil an. Ist es aber super trocken, dann kann es passieren, dass selbst noch trockenes Material vom letzten Winter, gar nicht abgebaut werden konnte durch die Mikroorganismen, weil denen das Wasser gefehlt hat. Und das liegt dann da alles unabgebaut noch rum in einer Naturlandschaft und ja, ist im Sommer dann eben zusätzlich zu dem, was dann im Frühjahr sowieso noch nachgewachsen ist und im Sommer vielleicht auch wiederum vertrocknet ist, eine große Anreicherung an trockenen Gräsern. Ja, und die sind halt eben nun mal, wie man jetzt eben im Folgenden auch gleich nochmal sehen wird, hochgradig brandgefährlich und haben auch gebrannt. Ja. Auch ohne Waldbrand weisen die Wälder eben an dieser besonders trockenen Ecke schwere Trockenschäden auf. Wir haben hier vorne rechts im Vordergrund eine schon länger abgestorbene Kiefer, hinten in der Mitte zwei kürzlich abgestorbene Kiefern, vermutlich im Verlauf von letzten Jahr vertrocknet, beziehungsweise dieses Jahr hat ihnen möglicherweise auch erst den Rest gegeben, aber da die schon recht trocken sind und oben schon die ersten Nadeln, unten gehe ich davon aus, dass das schon letztes Jahr passiert ist, dass die abgestorben sind und damit wird halt eben jetzt der Kronenschluss immer geringer, immer mehr Licht kommt auf den Waldboden, immer mehr heizt sich der Waldboden auf und immer schneller verdunstet das bisschen Wasser, was möglicherweise noch da sein könnte. Das ist also ein sich selbst verstärkender Prozess. Es ist nicht nur, dass ein Baum ausgefallen ist, das wäre ja noch zu verschmerzen, sondern das führt halt eben dazu, dass das Risiko für andere weitere Bäume ebenfalls auszufallen noch zusätzlich ansteigt. Und das Ganze kann dann eben so weit gehen auf diesen extrem trockenen Standorten, dass es irgendwann zu einer Verbuschung kommt, heißt richtiges Baumwachstum in dieser Form gar nicht mehr, ja, jedenfalls nicht mehr sehr wahrscheinlich ist. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ist natürlich nur ein Ausschnitt, aber ja, wir haben hier vertrockneten Besenginster, der übrigens auch sehr gut brennt. Eine letzte buschige Eiche, die da noch steht, und das war es dann mehr oder weniger. Und wenn man sich jetzt an diesem Hang links und rechts umgucken würde, davon habe ich leider keine Fotos gemacht, dann sieht das fast überall so aus, dass da noch so einzelne Zwergeichen rumstehen und dazwischen halt eine mehr oder weniger vertrocknete Strauch- bis Buschlandschaft. Hier und da auch nochmal ein bisschen mit grünen Elementen. Aber ja, ich glaube, das langt an dieser Stelle, um klarzumachen, dass sich so ein Wald.
Waldbrandszenario durchaus jederzeit wieder wiederholen kann auf so einem Standort. Es fehlt lediglich der Funken, der das Ganze dann anzündet und schon geht es wieder los. Das ist also schon hochgradig gefährlich und ich glaube nicht, dass sich da in den nächsten Jahren nochmal nennenswert was dran ändern wird. Jetzt sind solche Flächen zwar selten, aber ja, es sind die ersten, an denen das losgeht und bei steigender Trockenheit und steigenden Temperaturen, was wir beides erwarten dürfen, dann wird das irgendwann auch noch auf weiteren Flächen Deutschlands langsam, aber sicher auch mal zu sowas kommen können. So, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Baumkronen auf der Brandfläche, ob die denn da vielleicht sogar das Feuer überstanden haben. Das hier habe ich direkt über dem schwarzen Boden sozusagen aufgenommen. Davon kommt gleich ein Bild. Und man kann sehen, dass die Bäume offensichtlich obenrum nicht Feuer gefangen haben, sonst wäre da überhaupt kein Laub mehr dran. Das würde dann nochmal anders aussehen, das verbrennt ja wirklich sehr, sehr schnell. Schwere Schädigung hat trotzdem stattgefunden, Wasseraufnahme durch die Wurzeln ist nicht mehr möglich. Man darf auch davon ausgehen, dass ein Großteil der relativ weit oben im Boden verlaufenden Wurzeln auch kaputt sein werden, was auch den frühen Herbst erklärt, beziehungsweise ein Waldbrand ist ein so großer Stressfaktor, ein so großer Schock für einen Baum, selbst wenn er ihn überlebt hat, dass er, falls es sich um Laubbaum handelt, erstmal in den Wintermodus schaltet, den Herbst sozusagen aktiviert, wenn man so möchte, und mal guckt, ob sich nächstes Jahr nochmal was machen lässt und dann nochmal ein neuer Austrieb unter neuen Bedingungen möglich ist, wenn die Bedingungen dann besser sind. Ob das der Fall sein wird, wie gesagt, das werde ich mir nächstes Jahr mal nochmal angucken. Und bisher ist es so, dass nur ganz wenige grüne Blättchen übrig geblieben sind, die sehen wir hier tendenziell rechts im Bild. Es gibt keine einzelnen grünen Äste, es gibt hier und da höchstens mal noch einen grünen Zweig und das Grün, das wir da sehen, sieht auch nicht so richtig gesund aus. Da ist also auch definitiv eine Mangelerscheinung daran zu erkennen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Chlorose, also einen Mangel an Nährstoffen. Das könnte durchaus sein, weil damit die Wurzel die verschiedenen Nährstoffe, die im Boden so zu finden sind, Calcium, Kalium, Magnesium, so ein Zeugs, vernünftig aufnehmen muss, er kann, muss das in einem gewissen ausgeglichenen Verhältnis vorliegen. Ist der Boden voll mit allem möglichen Zeug, was jetzt angereichert wurde durch die Asche und steigt der pH-Wert massiv an, was ebenfalls durch die Asche der Fall ist, dann funktionieren die üblichen Nährstoffaufnahmemechanismen der Wurzel nicht mehr. Und ja, das kann dann also dazu führen, obwohl da eigentlich jetzt recht viele Nährstoffe in diesem aschegesättigten, aschegetränkten Boden erstmal kurzfristig drin sind, das dauert erstmal ein Jährchen oder zwei, bis die dann wieder so richtig pflanzenverfügbar werden. Das giftige Zeug muss auch noch raus. Selbst bei einem noch so natürlichen Brand, wo alles Bio war, was gebrannt hat, entstehen bei Verbrennungen trotzdem Giftstoffe, verschiedene aromatische Verbindungen insbesondere, also die mit dem Kreis in der Strukturformel für diejenigen, die ein bisschen Ahnung von Chemie haben. Und die sind halt nicht nur für uns krebserregend, sondern auch für verschiedene Tiere uninteressant und auch für Pflanzen können, die durchaus karzinogene, also krebserregende Wirkungen entfalten. Das ist also direkt nach dem Waldbrand, ist man jetzt nicht gerade ein Mammutbaum, keine gute Idee, da zu versuchen, Wunder was, wie einfach weiterzumachen, als sei nichts gewesen. Im Übrigen kann man bei dieser Bodenaufnahme hier ganz schön sehen, da liegen noch diverse kleine Stöckchen rum, die man, wenn man mal ein Lagerfeuerle gemacht hat, durchaus in Selbriges mal reinschmeißen würde, weil das ist durchaus noch brennbares Material und das ist auch sehr schnell entzündbar und brennt dann relativ schnell weg. Die Tatsache, dass es noch da liegt, weist eben schön darauf hin, dass das Feuer hier nicht sehr lange getobt hat. Auch ist noch die Nadelstreu zu erkennen, die hier zwar zum Teil sehr schwarz ist, aber man erkennt sie noch und in der Bildmitte, das ist mehr oder weniger der letzte Rest von den Gräsern, beziehungsweise deren untere Triebe bis Wurzelwerk, das da jetzt so ein bisschen freigelegt ist durch den Brand, das hat hier also nicht sehr lange gewütet. Auch die Wurzel unten rechts im Bild ist nahezu völlig ungeschädigt, vermutlich ist die erst freigelegt worden, nachdem es gebrannt hatte und vielleicht durchs Löschwasser freigespült oder solche Späße. Ich gehe also davon aus, da bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber hochmöglich, dass
dass diese Fläche gelöscht wurde, bevor da alles endgültig abbrennen konnte, was da hätte abbrennen können. Und das wäre dann jetzt also mal der positive Effekt der Tatsache, dass es von der Feuerwehr gibt. Ne? Kann hier also eigentlich nur daran gelegen haben, dass dann das Löschen doch ein bisschen geholfen hat. Ich sage ja auch nicht, das möchte ich nochmal korrigieren, falls jemand den Eindruck hatte im Ben-vor-Ort-Teil, dass Löschen nicht erforderlich ist. Im Gegenteil, das ist natürlich hochgradig wichtig und es hat Schlimmeres verhindert. Aber vor allen Dingen geht es halt darum, dass du die Ausbreitung des Feuers reduzieren musst und nicht unbedingt die bereits brennende Fläche retten. Das ist ein Sekundärziel, das kann man machen, wenn es sich ergibt, aber wichtig ist die Ausbreitungseindämmung. Ich möchte nochmal zur Totholzdebatte erwähnen. Hier sieht man wunderbar, das Ding hat offensichtlich ordentlich gebrannt. Ja, ordentlich lange und hat auch schon massiv an Dicke verloren. Das heißt, da sind einige Flammen rausgestiegen. Das hat ziemlich zur Aufheizung des Gesamtbrandgeschehens beigetragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dadurch wird es einfach heißer in der Umgebung. Andere Dinge brennen noch leichter. Das letzte bisschen Wasser, was hier und da vielleicht noch vorhanden ist, verdampft. Und dann gibt es irgendwann so eine ganze Durchzündung des gesamten Waldbestandes, also kann passieren, ist hier nicht passiert, was dann zu wirklich massiver Feuerentwicklung führt. Und daran sind maßgeblich, wirklich maßgeblich solche Klötze mit Holz hier beteiligt, die eben schon trocken sind, noch nicht so sehr durchgemodert, also vom Pilz noch nicht so weit zersetzt, dass sie eher im Schwammkörper gleichen, sondern wirklich noch in einer Phase, wo man tatsächlich von Brennholz sprechen kann. Und gerade dieser Zeitpunkt in der Totholzentwicklung, den haben wir leider hier auf der Fläche ein paar Mal rumliegen gehabt und das waren halt Zentren, also Hotspots, wenn man so möchte, der Brandentwicklung. Das kann dann wirklich sehr gefährlich werden und sieht dann in anderen Ländern zum Teil folgendermaßen aus. Hier einmal Westküste USA und da kann man schön sehen, wenn man da hinten ins Brandgeschehen reinguckt, einzelne Bäume haben vollständig Feuer gefangen, das heißt der Brand entwickelt sich nach oben am Baum entlang und das sind zum Teil durchaus Wälder, die Feuer angepasst sind, zumindest ein Stück weit, aber wenn da halt an einer Stelle, das ist gut so circa zweites Drittel rechts zu erkennen oder auch letztes Viertel rechts, so einzelne Großbrandereignisse sind dann halt sehr wohl auch in der Lage, dann den Baum, der um sie rumsteht, anzuzünden. Andere Bäume brennen noch gar nicht. Liegt daran, dass darunter halt eben gerade just in dem Moment an der Stelle nicht genügend brennbares Material rumgelegen ist. Es kommt also massiv auf die Menge an brennbarem Totholz an. Ist die groß genug, einen vernünftigen Brand zu erzeugen, kleinräumig, dann zündet es jeweils einen gesamten Stamm an. Und wenn genügend ganze Stämme gleichzeitig brennen, dann steigt die Temperatur im gesamten Waldbrandgestehen eben derart massiv an, dass es zu einer Durchzündung kommt und dann der komplette Wald nur noch in Flammen steht. Davon habe ich leider keine Fotos, weil ja, vermutlich gibt es die selten. Das ist nämlich hochgradig gefährlich, davon überhaupt Fotos zu machen, an sowas näher ranzukommen. Die Hitzeentwicklung ist ganz gewaltig. Sich da freiwillig hinzubegeben, wäre schlicht und ergreifend idiotisch. Es kann sogar die Kamera schmelzen und solche Späße. Also da sind wir froh, dass das in Deutschland bisher noch keine Rolle spielt und bei uns noch nicht in diesem Ausmaß oder bisher zumindest nicht in diesem Ausmaß vorgekommen ist. Ja, aber das hier ist auch ein schönes Beispiel eben mit so einzelnen Brandherden auch weiter hinten drin, wo halt eben kleinräumig mal zu viel Material rumlag und kleinräumig ein richtiges Feuer entstehen konnte, ein kleinräumig mächtiges Feuer. Dieses oberflächliche Abbrennen von Gräsern, das führt dazu, dass sich das Feuer massiv ausbreitet. Das ist dann super schnell unterwegs und erreicht ruckzuck riesige Flächen, aber geht halt auch schnell wieder aus. Beides ist hochgradig gefährlich. Einmal die länger brennenden, weil sie halt eben den Vollbrand auslösen können und aber natürlich auch die Lauffeuer, die über dem Boden einfach schnell dahin flitzen, weil ja, dann kann man jederzeit auch in einen Vollbrand reingeraten und der kann auch hinterher noch entstehen, wenn irgendwelches glimmendes Material am Boden erstmal nicht Feuer fängt, länger braucht, bis es dann vollständig durchzündet. Das gilt insbesondere für älteres Totholz, das halt schon ein bisschen länger liegt, in dem noch viel Feuchtigkeit drin war, das dann durchglüht, bis es durchzündet, sozusagen. Ja, also alles schon irgendwo spannend, aber macht auch keinen Spaß.
Ja, zurück in unsere Gefilde. Das ist wahrscheinlich, zumindest von dem, was ich entdecken konnte, der Baum, der am stärksten gebrannt hat von allem, was auf der Fläche so zu finden war. Also wir können hier sehen, dass da wirklich, der hat richtig gebrannt. Der hatte garantiert auch eine sichtbare Flammenentwicklung, aber im Inneren ist noch jede Menge unverbranntes Holz zu sehen. Das sieht man hier auch noch mal ganz schön. Ja, also es waren erst die äußeren Schichten, die da Feuer gefangen haben. Man darf also im Großen Großteil des Bereichs, den wir hier sehen können, davon ausgehen, dass der noch nicht selbstständig weitergebrannt hätte. Also wäre da, der wäre von alleine noch wieder ausgegangen. Es reicht noch nicht für eine völlige Durchzündung des Holzes, dass sich dann komplett von alleine auflöst. Hier schon. Ja? Also diese Stelle, da gehe ich davon aus, dass das auch weitergebrannt hätte, hätte man es nicht gelöscht. Und da haben wir es wieder der Feuerwehr zu verdanken, dass die eben verhindert haben, dass der noch weitergebrannt hat, beziehungsweise selbst wenn das von alleine ausgegangen wäre, vielleicht auch unter Sauerstoffmangel, es wird ja im Waldbrand erstmal sehr viel Sauerstoff verbraucht. Da kann es also auch mal sein, dass dadurch ein Feuer von alleine ausgeht, wenn es nicht die notwendige Temperatur erreicht, um sich den eigenen Sauerstoff, also den benötigten Sauerstoff von der Umgebung heranzuziehen, also seinen eigenen Wind sozusagen entfacht durch den enormen Verbrauch von Sauerstoff. In der Mitte führt das dazu, dass Sauerstoff von links und rechts nachgeliefert wird und es führt, weht quasi in alle Richtungen neue Luft ins Brandgeschehen. Dazu ist es hier hoffentlich nicht gekommen, beziehungsweise gehe ich schwer von aus, dass das nicht ganz gereicht hat, die Brandintensität. Aber nichtsdestotrotz, das ist zumindest von den Bildern, die ich aufnehmen konnte, das eindrücklichste Beispiel, zu was das Feuer, auch wenn es nur ein sehr kleiner Waldbrand gewesen ist, hier in der Lage war. Ohne jede Löschmaßnahme hätte das noch ewig lange glimmen können, vielleicht den gesamten Baum durchglimmen lassen können und der hätte vielleicht irgendwann noch mal Feuer gefangen. Die gute Nachricht ist, wäre das passiert, ja, der Baum wäre halt irgendwann umgekippt. Die Chance, dass sich das Ganze aber noch mal weiter ausgebreitet hätte, ist eher gering, weil der Boden darunter ja eben immer noch folgendermaßen ausschaut. Ja, und das ganze Frische jetzt. Frisch ausgetrocknete, nachher runtergefallene Laub muss man sich natürlich wegdenken. Und wenn man das tut, sieht man, da ist nichts mehr da, was brennen könnte. Das heißt, ein Brand inmitten einer solchen Fläche, also auch unser sehr stark verkohlter Baum stand in so einer Umgebung, da ist es einfach nicht möglich, dass sich das Feuer nochmal nennenswert ausbreitet. Daher gibt es ja auch bei der Waldbrandbekämpfung das berühmte Gegenfeuer oder das Pre-Described Burning. Das heißt, man zündet es an, bevor es eine große Menge Zeug gibt, das brennen kann, und nimmt so ein Feuer hier in Kauf, sozusagen, dafür, dass es nie ein riesengroßes Feuer geben wird. Oder alternativ, man legt ein Gegenfeuer, das sich dann zum Feuer hin bewegt, also zum großen Feuer. Das tut es automatisch, weil die Windrichtung ja zum großen Feuer geht. Es verbrennt allen Kleinkram, bis es beim großen Feuer angekommen ist, und das große Feuer wiederum kann sich dann nicht in unsere Richtung, aus der wir unser Gegenfeuer gelegt haben, ausbreiten, weil eben kein Kleinkram am Boden mehr vorhanden ist, der ein Lauffeuer über den Boden überhaupt noch ernähren könnte, ne? Was theoretisch noch gehen würde, wäre allerdings ein Kronenfeuer, weil man sieht ja, es war ja in der Krone offensichtlich noch brennbares Material vorhanden. Und das wiederum wäre möglich gewesen, dass das Kronenfeuer dann hinterher trotzdem noch erwischt und es dann obenrum quasi noch in unsere Richtung brennt. Das wäre, ja, ne, also in Deutschland nahezu unvorstellbar, in anderen Ländern soll das schon vorgekommen sein. Vorzugsweise in Australien ist das ein relativ, ja häufig will ich nicht sagen, aber ein vorkommendes Phänomen, dass eben auch so ein Gegenfeuer eben auf diesem Wege nicht funktioniert hat, weil es dann obenrum zurückkommt, sozusagen. So, jetzt hätte ich noch eine gute Nachricht und dann haben wir es im Wesentlichen auch. Tja, frei nach Jurassic Park, das Leben findet einen Weg. Ja, das ist natürlich etwas polemisch, aber letzten Endes zutreffend, weil auch hier hat es gebrannt, insbesondere rechts hinten hat es offensichtlich gebrannt. War nur eine ganz kurze Brandgeschichte, ging wohl recht schnell auch wieder aus, auch durchaus möglich, also rein von dem Ort, wo ich das gefunden habe, dass die Feuerwehr daran schuld war. Schuld, ne, in Anführungszeichen. Aber ja, es hat gereicht, dass hier nach dem Brand wohlgemerkt dieser kleine Keimungsprozess bereits stattgefunden hat.
gefunden hat. Ja? Also das ist irgendwas Krautiges. Ich konnte es nicht richtig zuordnen, konnte mir auch keiner sagen, was das genau sein soll. Also keinenfalls eine Holzpflanze, aber nichtsdestotrotz, das erste Grün ist bereits zurück. Und hier muss ein Samen im Boden entsprechend darauf gewartet haben, dass bessere Zeiten herrschen, und fand wohl die Idee, nach dem Waldbrand direkt auszutreiben, eine gute und hat das deswegen getan. Ja, also das erste Grün wird relativ bald wieder zurück sein. Das gilt für viele Bereiche dieser Fläche. Da muss man sich also keine großen Sorgen machen. Inwiefern die Bäume überlebt haben, ja, nochmal, das kann ich erst nächstes Jahr sagen. Einige werden sicherlich geschafft haben, noch am Leben zu sein oder zumindest noch ein paar Jahre lang zu leben. Gerade das besonders abgebrannte Exemplar, das wir eben gesehen haben, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das was anderes ist als ein langsames Todesurteil. Ich betone insbesondere auch gerne auf Führungen im Walde immer, Bäume sterben immer auf Raten. Ja? Also es kann irgendwas passieren, wie zum Beispiel irgendein Dödel, der bei der Birkenrinde die Rinde abzieht, bei der Birke die Rinde abzieht, so rum, dann ist das im ersten Moment nicht weiter schlimm und im nächsten Jahr wird es dem Baum auch noch gut gehen. Aber es ist halt ein Tod auf Raten, dadurch gibt es Infektionen, der Baum holt sich einen Pilz, der Pilz breitet sich im Baum aus und du hast die Lebenserwartung massiv reduziert um 50 oder 100 Jahre, je nachdem, was für eine Baumart das ist. Und die Chance, dass sich davon wieder komplett erholt wird, ist sehr, sehr, sehr gering. Bäume, die mal richtig, richtig alt werden oder Pflanzen generell, die haben einfach das Glück gehabt, im Laufe ihres Lebens eben keine sie langsam umbringende Verletzung erlitten zu haben. Und ja, ne, daher darf man das immer nie so ganz an einem Ereignis festmachen. Das kann durchaus sein, dass das nochmal langfristig auch überlebt wird, aber die Folgen davon werden auf jeden Fall spürbar sein. Kein angebrannter Baum, massiv angebrannter Baum wird noch, sage ich es mal, 800 Jahre älter. Ja, das auf keinen Fall. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist ein schönes Schlussbild. Es wird nicht lange dauern, dann ist da wieder grün. Selbst bei uns, wo keine waldbrandangepassten Pflanzen leben, ist es trotzdem kein Problem für die Natur, sowas wieder zu regenerieren. Und solange das nicht allzu häufig vorkommt, ist das wirklich nicht weiter dramatisch. Da wird das Leben wirklich, ja, wie dieser blöde Spruch schon geht, der ist eigentlich gar nicht so blöd, aber ich finde nur doof, dass das ausgerechnet aus einem Spielfilm stammt. Ja, das Leben wird hier definitiv einen Weg finden und man muss sich da keine großen Sorgen im Grunde drum machen. Über diese Fläche, über alle anderen Flächen, auf denen es noch nicht gebrannt hat, da darf man sich möglicherweise schon Sorgen machen, weil halt eben das Brandrisiko zunehmen wird. Und daher kann ich letzten Endes nur noch mal kurz den Appell aussprechen, das werden alle Beteiligten wissen und spätestens jetzt sich auch schon gedacht haben, mit Feuer im Wald bei Trockenheit muss man wirklich massiv vorsichtig umgehen, sprich es am besten komplett sein lassen. Das beinhaltet auch Zigarettenkippen oder irgendwas anderes, was brennen könnte. Auch keine Experimente mit dem Fire Steel oder sonst irgendwie und bekanntlich auch eben nicht heiße Gegenstände im Wald abstellen, insbesondere nicht heiße Fahrzeuge. Auch das Rumfahren mit Motorrädern, da kann auch mal ein Fünkchen aus dem Auspuff kommen, ist davon abgesehen, dass es sowieso verboten ist, selbstverständlich, aber es kann halt eben auch einen Waldbrand auslösen, insbesondere auch so ein heißer Auspuff, den die Dinger da auch mal haben. Da reicht zum Teil auch schon die Strahlungswärme aus, sprich der heiße Auspuff strahlt Hitze ab, die Hitze heizt was anderes auf und ab Erreichen von einer gewissen Temperatur entzündet sich halt einfach trockenes Biomaterial auch von alleine. Da braucht also nicht immer zwingend eine Flamme dabei sein. Ist das unwahrscheinlich? Ja. Aber unmöglich? Nein. Also vielleicht, wenn wir auch alle ein bisschen drauf gucken und notfalls auch unseren Mitbürgern mal ans Bein pinkeln, wenn sie sich im Wald wie ein Arschloch benehmen, dann ist es auch meiner Meinung nach durchaus angemessen, selbst einzuschreiten, auch wenn man vielleicht lieber leben und leben lassen möchte. Aber ja, an dieser Stelle reicht das, glaube ich, und ist klar, was ich gemeint habe. Ne? Weiß nicht, wie ihr das seht, ihr dürft es mir aber gerne in die Kommentare schreiben, da würde ich mich freuen. Und ansonsten wünsche ich ein schönes, was gerade ist. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und damit auch Tschüss vom Voice-Over-Ben.